Hallo, hier ist nochmal der Mimon in eigener Sache. Ich war mal wieder ein Vollidiot, ein Vollpfosten, der nicht richtig zugehört hat und auch nicht richtig gelesen hat. Ich distanziere mich hiermit offiziell von meinem letzten Video, was ich gemacht habe. Der Krieg geht in die nächste Phase in allen Punkten. Ich werde keinerlei Anzeigen gegen wen auch immer aus dem Lager XYZ machen und gar nichts. Ich habe mich inzwischen schlau gemacht und ich muss meine Meinung über Sie, meine Damen und Herren, mit den drei großen Buchstaben gründlich revidieren. Ich war bei Wikipedia und habe mich schlau gemacht, was NWO eigentlich bedeutet und neue Weltordnung. Das können Sie auch machen, ja, wenn Sie der Sache bisher kritisch gegenüberstanden. Daran gibt es nicht zu deuteln, dass das die beste Lösung für unsere Welt ist, im Werden und im Entstehen, und dass ich da einem groben Irrtum unterlegen bin. Ich entschuldige mich aufrichtig bei Ihnen und das sage ich frei von jeglicher Angst. Ja? Und ich entschuldige mich auch für meine Einfältigkeit und Naivität, dass ich aufgrund von irgendwelchen kriminellen Trittbrettfahrern, die mich mit Mails weiterhin zuspammen, meine Meinung nochmal so geändert hatte. Denn diese eine oder zwei Mails, die mich von einer jungen, neutralen Vermittlerin erreicht haben, waren die einzigen authentischen Mails in diesem ganzen Pulk von Hass, Droh und sonstigen Mails. Das passiert mir kein zweites Mal, dass ich mich von irgendwelchen Pseudo-NWO-Mails triggern lasse und verunsichern lasse. Wenn Sie wollen, liefere ich Ihnen diese Leute aus. Das können Sie mir signalisieren. Dann lese ich die Mails oder zumindest die Absender-Mails, überwiegend Trash.com, ja, vor. Ja, die Mailadressen, ja, dieser Protagonisten, die den Namen der NWO missbrauchen, schändlichst, und dann ist gut. Den Rest überlasse ich dann Ihnen, ja, Justiz und so weiter. Nein, ich entschuldige mich aufrichtig und nehme mich zurück. Und wir haben ja einen gemeinsamen Feind. Das sind Päderasten bzw. Pädophile im Internet. Die haben da nichts verloren. Und darauf sollten wir uns lieber konzentrieren. Und da haben Sie in mir auch immer, wenn es sich ergibt, einen starken Verbündeten. Ja, also bitte nehmen Sie meine Entschuldigung an. Ihre neutrale Vermittlerin meinte, was man noch für mich tun kann, damit das Ganze friedlich beigelegt wird. Ja, das liegt doch auf der Hand. Sehen Sie sich mal den Betreiber des YouTube-Kanals NWO Baraka Archiv an, der mich verunglimpft, der mich als aktiver Sterbehilfe bezeichnet und als forensischer Psychiatriepatient mich skizziert, der ich nie gewesen bin. Sie können sich jederzeit in dem Krankenhaus erkundigen. Ich habe die Ärzte dort von der Schweigepflicht entbunden. Die werden Ihnen gerne bestätigen, dass ich zu keinem Zeitpunkt während meines Aufenthalts in der forensischen geschlossenen Psychiatrie war, dort, sondern nur im offenen Bereich der Psychiatrie auf der Station 17 und nirgendwo sonst. Ja, also, dass das aufhört und dass dieser Kanal am besten gelöscht wird. Das ist mein einziger Wunsch. Ja? Dass diese Verunglimpfung meiner Person aufhört und dieses Gerüchte und Lügen in die Welt setzen, auf meine Kosten hin. Und dann ist alles gut. Ja? Und ich bin kein rachsüchtiger Mensch, ja, im Wesentlichen. Ich bin ein friedliebender Mensch. Mit mir kann man gut auskommen, auch im Alltag, ja, draußen. Ich bin hilfsbereit, ich bin zuvorkommend. Ja, ich bin einer von der Typ Menschen, der anderen die Tür aufhält, der älteren Leuten den Platz anbietet und der jungen Mütter mit ihren Kinderwagen die U-Bahn-Treppe runterhilft, ja, und nicht ignorant an ihnen vorbeigeht. So bin ich im Wesentlichen. Ja, und das verinnerlichen Sie bitte mal auch im vermeintlichen Lager der Hater und Trolle, ja, wem Sie da die ganze Zeit nachgestellt haben und wehgetan haben. So, und das war's jetzt. Und ich betreibe keinerlei YouTube-Kanäle mehr mit irgendwelchen politischen Themen oder sonst was. Das Einzige, was bleibt, ist mein kleiner Videospielkanal, den ich noch ausbauen werde im Laufe der Wochen, Monate und Jahre, wenn ich mir so einen Videograbber geholt habe. Und mein einer Musikkanal, und das war es dann auch im Wesentlichen. Also, ich erkenne alles an, was Sie verkörpern und was Sie im Guten für die Menschheit auf den Weg bringen wollen. Mehr gibt es dazu nichts mehr zu sagen. Und tschüss.